abstrakte Kunst und Farbenpracht gepaart mit Minigolf. In der Schwarzlichtinsel in Zehlendorf kann man diese Kombination erleben. Wer trotz schlechtem Wetter Minigolf spielen möchte oder einfach mal eine Abwechslung sucht, dem könnte Schwarzlicht Minigolf gefallen. Die Atmosphäre erinnert auf den ersten Blick eher an eine Disco. Der Sinnesrausch begeistert die Zuschauer. Ich wollte auf jeden Fall mal was anderes ausprobieren. Minigolf ist eigentlich ja nicht so mein Fall, aber ich dachte mir 3D, ich habe es im Internet gesehen und dachte mir mal was anderes. Und mit den ganzen Farben hier ist auf jeden Fall echt ganz cool geworden. Also ich muss sagen, ich bin das erste Mal hier und es echt gefällt mir auf jeden Fall. Um die Effekte in ihrer vollen Pracht genießen zu können, kann man vor Ort 3D-Brillen ausleihen. Diese ermöglichen den Besuchern an einigen Bahnen und Bildern ein noch intensiveres Erlebnis. Durch die 3D-Effekte, durch die wunderbaren Brillen ist es halt echt toll. Macht Spaß, ist mal was anderes als draußen immer bei Sonne. Wer nach der einen oder anderen Runde Minigolf etwas Abwechslung sucht, kann sich in der Schwarzlichtinsel auch an anderen Sportarten versuchen. Aber auch außerhalb gibt es genug.